Und wie ist es, hier wieder auf der Plattform zu sein? Schon wieder an die Arbeit gewöhnt? Ja, für uns gibt es ja nicht so viel zu tun. Ich hatte das mit Herrn Hessel auch schon vorhin diskutiert. Ist ein ganz ruhiger Job, wenn hier nicht gerade unser Dave, er klopft ihm auf die Schulter, einen Nervenzusammenbruch hat, nicht wahr? Ja, das ist ja aber auch schon 3 Monate her, nicht wahr? Solange es ihnen jetzt wieder gut geht. Der Nervenzusammenbruch war drei, ist nur 3 Monate her. Ja, genau, das war vor 3 Monaten. Dann war ich im Urlaub und jetzt geht's mir gut. Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ja, hatten sie. Sagen Sie, ich möchte Ihnen natürlich nicht zu nahe treten, aber hatten Sie denn vorher lange schon keinen Urlaub mehr? Ist ja oft so, dass sich so etwas so ein bisschen ankündigt, wenn man lange keine freie Zeit mehr hat oder unter Stress steht. Naja, wenn ich mal so drüber nachdenke, seitdem wir die Plattform aufgebaut haben, das war ja vor 6 Jahren, ist wie gesagt eine ziemlich neue Plattform, habe ich wenig Freizeit gehabt, aber die brauche ich auch gar nicht so sehr. Ich bin hier eigentlich relativ glücklich und naja. Nee, wirklich, wirklich Urlaub hatte ich nicht. Brauche ich aber auch nicht. Man hat ja mal 14 Tage Zeit, die man dann auf dem Festland verbringen kann. Und ja, wenn man dann wieder zurückkommt, muss man nur nutzen. Nun, haben Sie Familie außerhalb der Plattform oder sind Sie mit Ihrem Job sozusagen verheiratet? Mit dem Job, mit dem Job. Das heißt, keine Frau, keine Kinder, die auf Sie warten? Nein, nein, nein. Sind Sie da nicht einsam? Ich hab doch die Plattform. Zwinkert er dir zu. Nee, ich. Mal abseits von der Plattform. Naja, wenn man eben hier auf der Plattform seine Freunde hat und die kommen dann gemeinsam alle 14 Tage mit runter, dann kommt eben auf den Hafen an. Meistens legen wir in Aberdeen an. Jetzt vor kurzem war der Öltanker in Hamburg und dementsprechend sind wir dann in Hamburg auch an Bord gegangen auf die Blue 6. Das kommt immer drauf an, aber meistens sind wir im gleichen Hafen. Wenn, ja gut, es gibt dann halt andere Leute, die dann Familie haben, die gehen dann zurück, aber man verbringt dann auch so ab und zu mal 2, 3 Abende zusammen in den Kneipen oder wo auch immer man sich dann verabredet. Aber Sie haben schon ein Haus auf dem Land und müssen nicht im Hotel leben, oder? Ja, schon klar. Ich hab auch ein Hotel. Ein Hotel habe ich auch, aber ich habe auch ein Haus. Ich komme aus New York. Aus New York? Ja, aus New York. Ja, dann können Sie ihn ja mal besuchen. Richtig. Dann könnten wir uns auch in Zukunft etwas häufiger treffen. Ja, klar, also wenn wir uns hier verstehen, was ich da, wovon ich nicht einfach ausgehe, dann warum auch nicht? Ja, sehr gerne. Ja, direkt in Manhattan kann man schön von meiner Bleibe auf den Park schauen und wofür verdient man auch sonst das ganze Geld? Aber wie gesagt, ich bin jetzt in letzter Zeit war ich nicht mehr so oft da, vor allem dann in den Häfen rund um die Nordsee. Schauen wir mal, ob ich dann von Takurato nochmal zu den anderen Plattformen versetzt werde. Die haben ja auch eine ganze Menge andere Plattformen rund um die Welt. Ja, durchaus, durchaus. Gibt es denn da einen Ort, den Sie gerne mal sehen wollten? Naja, Japan ist natürlich auch ganz schick. Gerade wenn dann eben Takurato da vor Ort ist, hätte ich mir auch schon mal angucken wollen. Ja, ansonsten natürlich dann alles rund um Amerika, Ostküste, Westküste, das ist mir eigentlich gleich. Ich bin eigentlich überall zu Hause. Vor allem aber auf dem Wasser. Nun, das ist doch schön. Mit der Bohrinsel hier alles soweit in Ordnung, nachdem Sie Ihre ersten Untersuchungen oder was auch immer Sie machen gemacht haben? Ja, doch schon. Also ich habe ja eben schon die ersten 2 Stunden habe ich ja schon gearbeitet. Ich glaube, sie waren draußen oben auf der Plattform, ne? Hatten sich das angesehen. Nee, ich hab mir den Druck angesehen und zurzeit passt es. Wir hatten keine Blowouts. Der Schlamm läuft ohne Probleme. Zum Zeitpunkt fördern wir wieder unser 35.000 Barrel. Lagerkapazitäten sind gut. Ja.
alles in Hand und Fuß, wie man so sagt, oder? Sagen Sie mal, hätten Sie vielleicht dagegen, wenn ich Sie später mal ein bisschen bei der Arbeit begleite und so ein bisschen über die Schulter schaue? Wäre mal ganz interessant für mich. Schließlich brauche ich auch irgendwas, über was ich schreiben kann. Ja, von meiner Seite auch schon. Ich glaube, ich hatte mit Magnus hatte gesagt, dass Sie da mal uns über die Schulter gucken können. Jim ist ein bisschen speziell, möchte ich meinen, aber vielleicht können Sie auch ihm ein bisschen was rauslocken oder Alex. Vielleicht kann der ein bisschen was erzählen. Aber auch mir oder Jim Henson können Sie auch über die Schulter gucken. Das werden wir bei gegebener Zeit sicherlich tun. Sagen Sie, das Wetter, ist es normal hier? Also haben Sie häufiger mal einen Sturm oder ist es auch oder gibt es auch andere Zeiten, wo es mal tatsächlich die Sonne scheint, man das Wetter auch mal genießen kann, draußen auf dem Deck der Plattform? Wir haben Sturm. Ein leichtes Unwetter. Leichtes Unwetter tatsächlich, Nieselregen, wobei mittlerweile eher Starkregen. Das war mit der Grund, wieso wir uns hier wieder unter Deck begeben haben. Ach so. Wieso? Ist das schlimm? Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Müsste ich mir mal ansehen, wie das Wetter so draußen ist. Aber naja, Nordsee, das kann schon mal ganz wechselhaft sein. Wobei, naja, im Herbst oder im Frühling, wenn dann eben die Wetterfronten aufeinandertreffen, da kann es natürlich schon mal zu Stürmen und Gewitter kommen. Aber meistens scheint hier draußen die Sonne und das regnet sich dann alles eben vor den Küsten wieder ab oder an den Bergen, je nachdem. Oh, da müssen Sie dann mal Mike Gray fragen, der ist ja Physiker, der kennt sich sicherlich auch als Geoökologe mit sowas wie Wetter aus. Das lernt man da ja auch. Aber ich bin mir sicher, diese Station hier ist solide gebaut und wird einem Sturm standhalten, das wird man ja bedacht haben. Ja, wie gesagt, eine der modernsten Plattformen und da wird auch ein normaler Sturm die 10 Betonpfeiler nicht einknicken lassen. Nun, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich meine, wenn man hier ist, es schaukelt ja nicht mal. Aber wie gesagt, sollten es mit einem Auge behalten. Nicht, dass da noch was passiert. Ist wie gesagt nicht meine Aufgabe, das gebe ich dann ja eher an Mike ab, aber ja, solange man hier drin noch nichts hört und er klopft mal so ein bisschen auf die Betonwand, beziehungsweise den Pfeiler, der hier in der Mitte des Erholungsraums in der Cafeteria aufgebaut ist, solange man hier nichts hört und nichts schwankt, ist alles gut. Und sagen Sie, gibt es Warnungen, wenn das Wetter zu heftig wird? Also wenn es tatsächlich heftiger wird, dass es dann Warnungen gibt von wegen, das Deck darf jetzt nicht mehr betreten werden, auch nicht vom Sicherheitspersonal? Ja, genau, dann wird das alles abgesperrt und dann gehen die Türen zu, dann haben wir elektrische Schlüsseltüren und die verriegeln dann, kann man auch ausstellen, dass man da gar nicht mehr rauskommt, das geht schon. Warnungen werden dann auch an den Türen eingeblendet. Das heißt aber auch, dass im schlimmsten Fall, und wenn die Technik auch versagt, wir hier eingesperrt sind. Sehe ich das so richtig? Ja, manuell kommt man da schon wieder raus. Also wenn es schlimm auf schlimm kommt, wobei, dann will man ja nicht raus. Aber prinzipiell wäre das möglich, ja. Nun, ich meine generell in einem, sollte die Technik mal ausfallen, sei es die Wetter geschuldet oder auch nicht, die Türen haben manuelle Verriegelung, ja? Haben sie. Gut. Wird natürlich alles entsprechend notiert. Ah, du verdammtes Vieh! Ein lautes Aufheulen von einem Hund. Und wenn ihr hinschaut, könnt ihr erkennen, dass Franz, der Hund, gerade Jim Wold gebissen hat. Und zwar in die Hand, die jetzt auch blutet. Und Jim tritt dem Hund jetzt gerade richtig schön in die Flanke, worauf der Hund aufheult und weiter in das Bein beißt. Wobei dann natürlich Ivan Stahlberg direkt hinläuft, einmal seinen Stuhl fast umkippen lässt und da kommt es jetzt zu einer kleinen Rangelei, zieht so ein bisschen erstmal Franz weg, der da immer noch leicht in die Seite von Jim reingebissen hat, der weiter zutritt und so ein kleiner Streit, der dann daran brennt. Da wird man natürlich auch direkt hingehen und hoffen, dass sich Stahlberg um den Hund kümmert und man sich selber dann um Jim Wald kümmern kann. Ich wende mich mal an Mr. Austin. Gibt es solche Vorfälle hier häufiger?
dass Franz häufiger mal Leute anfällt? Nein. Er guckt ein bisschen verunsichert, schaut darüber. Das ist das erste Mal. Ich glaube, sonst würde Magnus auch den Hund generell verbieten. Sagen Sie, wie lange arbeitet dieser Jim schon hier auf der Plattform? Dieser Jim Walt. Seit 6 Jahren. Wurde direkt angeworben für die... Genauso wie ich. Aber ich kannte ihn vorher nicht. Das ist passiert zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ja. Sehr seltsam. Ja, währenddessen hat Evan seinen Hund Franz angebunden, ein bisschen weiter ab vom Schuss. Und Jim läuft ihm auch hinterher und tritt den Hund weiter. Ist er wohl gerade ziemlich erbost. Das wird man versuchen zu verhindern. Also, das geht nicht. Okay, also willst du Jim festhalten? Ja, klar. Ja, okay, dann würfel doch gerade mal, ich muss gerade mal schauen, Nahkampf-Handgemenge. Da gibst du mir mal bitte einen regulären Erfolg. Und dann können wir weitersehen. Einfach Probe würfeln. Das sieht gut aus. Das ist sogar ein schwerer Erfolg. Ja, dann kannst du verhindern. Er hat wohl gerade angesetzt, seinen Fuß noch in der Luft. Kannst ihn zurückziehen und kurz neben dem Kopf von Franz zischt dann der Fuß vorbei, was Eva natürlich mitbekommt. Er zieht nochmal seinen Hund selbst zur Seite, aus dessen Schnauze gerade noch weiteres Blut nach unten tropft. Und Evan sieht das jetzt natürlich und geht jetzt seinerseits auf Jim los. Ja, versuchen sich halt zwischen die beiden zu stellen und sagen, ganz ruhig, ganz ruhig. Tritt nochmal mein Hund, du Arschloch! Oh, er hat mich gebissen! Ja, wie gesagt, du jetzt dazwischen, Rangelei von vorne, von hinten und sei dir mit deinem Wurf gestattet, dass du dich da zwischen die beiden stellen kannst. Versuche natürlich nach dem anderen zu greifen, kannst dann natürlich die Hände dann professionell abwehren, nach links, nach rechts wegdrücken, sodass du da die beiden erst einmal auseinander dividierst, während die sich angreifen und anschreien. Ja, ich würde auch mal aufstehen, mich so knapp daneben stellen und auch mit erhobenen Händen versuchen, einfach mal die Parteien zu beruhigen. Meine Herren, bitte, das muss doch nicht sein. Der Hund hat mich einfach gebissen. Eva, du Mistkerl, bring deinen scheiß Köter hier weg. Sonst werfe ich ihn direkt von der Plattform. Was haben Sie denn angestellt, dass Franz sie beißen würde? Ich meine, in den 6 Jahren, denen Sie hier sind, scheint sowas ja zum ersten Mal jetzt passiert zu sein. Nichts, verdammt. Ich bin hier einfach vorbeigegangen, während die Köter mich gebissen hat. Direkt in meine Hand. Ich habe mein Tablett fallen lassen. Ruhe jetzt erstmal. Sofort hinsetzen. Ja, schauen dich an. Ziemlich wutentbrannt. Sehen aber auch, dass du stärker bist. Ihr könnt mal gerne auf Psychologie oder überzeugen könnt ihr mal würfeln oder überreden. Je nachdem, was ihr mir da anbieten wollt. Dadurch, dass ihr jetzt einschüchtern? Einschüchtern würde auch klappen, ja klar. Jim ist natürlich auch nur ein Computerspezialist, also selber gar nicht so sehr stark, aber vor allem ist er gerade wütend. Sieht bei Peter schon mal ziemlich gut aus. Nee, das Einschüchtern klappt tatsächlich nicht. Das ist bei Überreden ein schwieriger Erfolg. Die 19 habe ich gesehen. Gut, dann kann auch Björn kann da eher mit Psychologie überzeugen und bei Peter ist es dann Überreden tatsächlich. Überreden. Versucht die zu überzeugen, es hat doch keinen Sinn, meine Herren. Jetzt setzen Sie sich alle wieder und beruhigen Sie sich. Und Jim, Sie können sich ein neues Tablett holen. Halten Sie einfach in Zukunft sich von Franz fern, dann wird das schon. Ich gehe jetzt erstmal in die Krankenstation, lass mich verbinden. Ganz genau, Mr. Walt, Sie wurden von einem Tier gebissen. Das heißt, der erste Weg führt in die Krankenstation, ganz recht. Ja, ist wohl das Beste. Wehe, wenn ich Tollwut habe, ich werf den Hund ins Meer. Ich schmeiß ihn ins Wasser. Aber Mr. Walt, halten Sie Ihren Mund und gehen Sie auf die Krankenstation. Ja, sonst werfe ich Sie ins Wasser. Er dreht auch ab, keift auch weiter, lässt sich da jetzt aber auch keine weitere Diskussion dann noch mit Evan ein und brüllt weiter. Er ab. Danke. Keine Ahnung, was mit Franz los ist. Danke, dass ihr eingegriffen habt. Natürlich. Selbstverständlich, allerdings muss ich natürlich auch bemerken, dass es ein
Ja, ich hatte mich direkt gewundert, dass ein Hund hier frei rumläuft und ging dann von dem Besten aus, dass er wohl dressiert ist. Aber ich meine, ein Hund, der die Belegschaft angreift, das kann auch nicht sein. Ja, natürlich ist er dressiert. Er ist, wie gesagt, ein ausgebildetes Tier. Er ist von mir persönlich ausgebildet. Er hat das noch nie gemacht. Ja, es gibt für alles ein erstes Mal und ich befürchte, damit so etwas nicht nochmal passiert, müssen wir vielleicht über etwas genauere Regeln uns Gedanken machen. Scheiße, ich krieg sowieso schon Ärger mit Magnus. Vielleicht kann man sich da ja auf eine Art Kompromiss einigen, dass er von nun an geleint rumläuft. Er war doch sowieso schon angeleint. Aber was rede ich jetzt mit dir, Hessel? Du bist sowieso neu. Aber sie sagten, sie kriegen Ärger von Magnus, doch nicht etwa nur wegen diesem Vorfall. Ja, warum denn nicht? Ja genau, warum denn nicht? Ich sagte doch nicht etwa nur wegen diesem Vorfall. Weil sie sagten, sie bekommen doch eh schon Ärger mit ihm. Daraus schließe ich, dass noch etwas anderes vorgefallen ist, wieso Magnus sauer auf sie sein sollte. Nein, alles gut mit Magnus und mir. Nee, aber... keine Ahnung, Franz, er schaut jetzt wieder zu seinem angeleinten Hund, der sich da gerade die Seite leckt, trotzdem immer noch die blutige Schnauze hat, also wird ziemlich viel reingebissen, also war nicht einfach nur so nebenbei geschnappt, sondern wirklich richtig, richtig tief rein. Er leckt sich da über die Stelle, wo er dann reingetreten wurde. Franz, was sollte denn das? Kann ich gar nicht verstehen. Du hast uns in echte Schwierigkeiten gebracht. Ist der Jim vielleicht ihm aus Versehen auf den Schwanz getreten oder so etwas? Hat da jemand was gesehen? Das würde natürlich die Sache ändern. Also gesehen habe ich nichts, aber seien Sie mich böse, ich war auch mit Essen und Trinken beschäftigt. Hessel, du hast das doch gesehen, ja? Hessel, du hast gesehen, wie er ihm auf den Schwanz getreten ist. Nein, das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Hessel, du hast doch gesehen, wie er ihm auf den Schwanz getreten ist. Mit einem bereits, das kann ich nicht bestätigen. Ich kann Hessel. Nicht bestätigen. Mit einem leichten Grinsen nimmt man die Diskussion hin, weil man schon genau weiß, worauf es hinausläuft. Hessel, du hast gesehen, wie er ihm auf den Schwanz getreten ist. Ich hab's auch gesehen. Würde ich deinen nun schon länger kennen, hätte ich das vielleicht gesehen, aber... da ich heute erst angekommen bin... Vielleicht lässt es Jim ja auf sich beruhen. Er ist jetzt momentan etwas aufgebracht. Vielleicht beruhigt er sich dann noch etwas. Vielleicht warten wir erst einmal ein wenig ab, ja? Scheiße, ich bringe erstmal Franz weg. Danke für... das Klären. Wir sehen uns später. Ich schaue nochmal nach dem Hund. Sieht er jetzt wieder ganz normal aus, als ob quasi nichts passiert wäre, oder scheint er immer noch irgendwie aggressiv zu sein? Wenn du genau hinguckst, dann wirst du wohl auch feststellen, dass Franz kurz auch Evan anknurrt. Der lässt sich dann aber auch ableinen und dann nimmt er ihn im kurzen Griff direkt dann am Halsband, nimmt er Franz und lässt ihn dann so ein bisschen mitziehen. Aber für einen kurzen Augenblick hast du überlegt, naja, der Hund sollte nicht sein eigenes Härchen anknurren. Also, ich weiß ja nicht, wie es ihm geht, aber ich glaube, ich werde mich von dem Hund schön fernhalten. In der Tat, das hätte ich nicht erwartet. Schließlich, wenn dieser Hund schon die Genehmigung hat, hier frei zu laufen, hätte ich erwartet, dass er bekannt als zurückhaltend und wohlgeschult ist. Das dachte ich auch. Aber etwas anderes. Mr. Hessel und... wie war der Name des anderen? Ihres... Herr Stahlberg. Kann es sein, dass dieser Jim Walt hier etwas gefürchteter ist? Weil auch sie eben mehr oder weniger eindringlich auf Mr. Hessel eingewirkt haben. Bezüglich dieser Situation eben. Ich bin Mr. Hessel. Ja, und Dr. Stahlberg, dein Vorgesetzter, hat etwas heftiger auf dich eingeredet, von wegen, du hast aber genau gesehen, dass... Ich denke, er wollte darauf hinaus, dass ich seinen Hund in Schutz nehme, indem ich
Mr. Walt die Absicht unterstelle, er hätte den Hund zuvor gereizt, indem er ihm auf seinem Schweif getreten ist. Nun, schauen wir mal. Warten wir es mal ab. Aber das ist eine Angelegenheit, die unter uns zu klären ist. Und wenn Sie mir versprechen, keinen Unsinn anzustellen, werde ich mich vielleicht auch einmal nach dem Befinden von Mr. Walt erkundigen. Keine Sorge, ich werde keinen Unsinn anstellen. Ich werde mich hier noch etwas umsehen und mich dann auf meine Kabine begeben und dort ein nettes Buch lesen. Dort können Sie mich dann auch finden. Wenn Sie vielleicht noch die Muße hätten, die Reporter sind ja dafür bekannt, sich gerne die Informationsbeschaffung zu betätigen. Sie könnten ja vielleicht die übrigen Anwesenden fragen, ob sie vielleicht etwas gesehen haben, ob womöglich tatsächlich dieser Walt dem Hund zuerst angegriffen hat. Nun, wenn Sie meinen, dass das noch was bringt, ich dachte eigentlich, die Sache wäre geklärt nach dem Gespräch eben. Keineswegs. Ich denke, das wird noch ein Report vor dem Oberdirektor dieser Plattform geben. Und hierzu wäre eine genaue Informationslage selbstverständlich hilfreich. Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das groß Ärger geben wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind doch Tiere hier ohnehin nicht erlaubt und es handelt sich mehr um eine einverträgliche Abmachung, oder? Ganz recht. Und glauben Sie mir, ich habe genug mit Menschen zu tun gehabt, um zu wissen, dass wenn man Herrn Stahlberg nun von seinem guten Freund den Hund trennt aufgrund dieses Vorfalls, ihn aber hier behält, ist dies nur eine Quelle für weiteren Unbill ist. Das wird sich mit der Zeit herausstellen. Ich denke, die Gemüter werden sich auch wieder irgendwann beruhigen. Hoffen wir es. Ja, ich glaube, dieser Jim Ward ist ja in dem Computerraum meistens, sitzt er dort und daher werden sich die zwei wahrscheinlich gut aus dem Weg gehen können. In der Tat, aber die Saat der Zwietracht erstmal gesät. Wir wissen, worauf das hinausläuft. Rache folgt auf Rache. Interpretieren Sie das jetzt alle nicht gerade ein wenig? Wollte gerade sagen. Ich habe mit einigen Hundeliebhabern zu tun gehabt und glauben Sie mir, Sie können sehr anhänglich werden. In beide Richtungen. Ja, das mag ja sein, aber ich finde, wir sollten uns jetzt alle erstmal beruhigen und abwarten, was der Arzt feststellt. Und dann kriegt der gute Mann ein Pflaster und dann sollte sich das aus unserer Perspektive doch jetzt erst einmal erledigt haben. Richtig, ich sehe es ähnlich. Nun ja, ich werde mich dennoch nach seinem Befinden erkundigen. Das ist sehr löblich, tun Sie das. Haben denn solche kleinen Vorfälle auch schon irgendeine Wirkung auf Sie, was Ihre Entscheidung schließlich angehen wird? Diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten, ich glaube nicht, dass ich darauf eine Antwort geben möchte. Ich wollte Sie nicht ausfragen, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich war nur neugierig. Nun, bei allem Respekt, Björn, wir sind erst seit wenigen Stunden hier und haben noch kaum wirklich etwas von der Arbeit mitbekommen und da muss ich mich auch etwas vor Mr. Rondeau stellen, dass er seine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht treffen kann. Ja, Entschuldigung, ich wollte hier nun sicherlich keine Anschuldigungen vorbringen, ich war wirklich nur neugierig. Ich kann Ihnen sagen, dass da verschiedene Prozesse, die einander übergreifend gleichzeitig passieren und ich bin im Moment nur hier, um, das ist für mich ein wenig Urlaub. Das heißt, über solcherlei Dinge mache ich mir nur sehr hintergründig Gedanken. Und ich weiß nicht, also Sie erscheinen mir etwas sehr stark involviert in die ganze Sache zu sein, vielleicht sogar stärker involviert als ich. Woher kommt das? Sie meinen mich? Ja, Sie beide. Sie scheinen mir sehr energisch hier zu sein, als ob Sie irgendwie, keine Ahnung, befürchten Sie, dass etwas Schlimmes passieren könnte? Nun, ich will es natürlich nicht hoffen, aber sehen Sie, ich habe schon öfters über solche Fälle berichtet, die leider selten gut ausgegangen sind für die Beteiligten. Und da ist mir eine gewisse Voreingenommenheit natürlich anzumerken. Und wie es mit meinem Kollegen aussieht, kann ich natürlich nicht sagen, aber es gilt zumindest für mich.
Ach, nichts dergleichen. Aber irgendwas, das verstehen Sie sicher, muss ich ja später auch schreiben können. Und wenn ich über das Leben auf der Bohrinsel schreibe, das sind doch gerade die zwischenmenschlichen Dinge, die auch die Leser interessieren, meinen Sie nicht? Ich habe keine Ahnung, was Ihre Leser interessiert. Nun, wie gesagt, es geht um das Leben auf einer Bohrinsel und alles, was dazugehört. Natürlich auch die Arbeiten dazu. Und da muss man natürlich auch Fragen stellen, sonst kommt man da schlecht weiter. Irgendwie muss ich ja die Seiten füllen. Ja, das verstehe ich, glaube ich, sogar ganz gut irgendwie. Also wissen Sie, ich persönlich lese eh nur die Financial Times und da steht das Einzige drin, was mich so mehr oder minder interessiert. Ja, so hat jeder von uns seine Interessen. Und anders wäre es ja auch langweilig. So eine Dokumentation über eine Bohrinsel halte ich gar nicht mal für so schlecht. Aber Sie haben keine Filmkamera dabei, oder? Nein, nein. Nur eine Kamera, um ein paar Fotos zu schießen. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, es handelt sich ja um ein Magazin und keine Videodokumentation. Aber so eine Dokumentation, das fände ich, glaube ich, ganz spannend zu gucken im Fernsehen. Na, wer weiß, vielleicht macht sich ja jemand aufgrund meines Berichtes mal auf, um eine entsprechende Dokumentation zu drehen. Aber wenn ich hier so die Sicherheitsmaßnahmen betrachte, denke ich, das könnte eventuell schwer werden. Na, das glaube ich nicht. Also, ich denke, da ließe sich einiges machen. Ich meine, auch mein Unternehmen verfügt über mehrere Bohrinseln, die sicherlich interessante Geschichten haben. Also, wenn es Sie persönlich interessiert, ich könnte Sie bestimmt mit jemandem aus der Branche bekannt machen. Mich persönlich gar nicht, aber ich dachte, das wäre vielleicht für Sie interessant. Ich meine, so eine Dokumentation über Leben auf einer Bohrinsel, ja, vielleicht lässt sich da was machen. Wie einen Kollegen haben, der das machen möchte? Warum nicht? Nun, wenn Sie wünschen, kann ich mich ja mal schlau machen. Ich werde bestimmt jemanden finden und es ist immer gut, wenn jemanden einem einen Gefallen schuldet, nicht wahr?